Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem Spiel auf Steam, was ich noch nie gezockt habe. Ich habe es in meiner Bibliothek und es gammelt so vor mich hin und ich habe gedacht, das ziehe ich mir jetzt mal rein. Arkfall heißt das. Das ist ein MMO. Mehr weiß ich nicht. Ist wie immer bei mir ein Blind-Let's Play. Wir sind in der Charaktererstellung. Wir machen uns eine Frau und schauen mal, was jetzt abgeht. US? Na klasse, EU ist offline. Ist ja schon wieder der Knaller. One of the many port towns along the coast of the continent, York Barroth. As one of the popular starter towns for most adventurers, many opportunities await here. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Ja, die Animationen sehen ja schon mal nicht so geil aus. Aber die Steuerung ist ganz normal. Also ich habe jetzt hier meine linke Maustaste und kann hier entweder gedrückt halten oder hier halt so einen Ring hinsetzen und dann läuft der Charakter dahin. Und hier ist der Norman. Wir gehen jetzt mal zum Norman, würde ich sagen. Hallo Norman. Oh, puh. Schade, dass er es nicht vorliest. Da muss ich das wohl machen, ne? Welcome, adventurer. We've heard about you and we've been waiting for your arrival. How has your journey been? Good, good. This is your first quest to teach you about playing the game. In this tutorial series, first thing you need to do is gather some resources like stone and wood laying on the ground. When you mouse over the item, you will see an icon pop up. Clicking on the item will allow you to gather it. Now be a good lad or lass and go fetch me for stones. Ja. Wo sind denn die Stones? Liegen die jetzt hier rum oder? Weiß der Geier worum? Wahrscheinlich hier oben irgendwo, ne? Da sind sie doch schon. Sag mal, hat das Spiel auch Sound? Ganz leise, ne? Ganz leiser Sound irgendwie. Nur Holz. Na, komm schon. 3, 4. So, wir haben... Also auf den allerersten Blick, ohne jetzt das Spiel direkt runter machen zu wollen, das wirkt alles sehr... lieblos und billig, aber wir warten erstmal ab. Ja, ich habe die Steine. Huzzah! Many thanks for getting me those stones. Now you let's continue to the next quest. Go north on the road here and speak to my old friend Anglo the Merc. Aha. Anglo the Merc. Weißt du was, wir gucken... Wir können hier oben hier mal ein bisschen schauen. Was ist das denn? Oh Mann! Krass! Man kann hier gegen Echtgeld Zeug kaufen. Lassen wir natürlich sein. Moment, wir gucken uns mal an, was man hier gegen echt. Extra time for your taxes. Kann das sein, dass wir hier für Housing Geld bezahlen müssen? Also echtes Geld? Oh, hier, das ist alles relativ eindeutig. Unsere Werte, unsere Ausrüstung. Hard Strike. Das sind unsere Skills. Die können wir wahrscheinlich hier unten rein. Ah, Matery. Mining, Tinkering, Tailoring, Beruf, alter Falter, ach du Scheiße, Leder, Bogen,
sammeln, häuten, fletching, stehlen, lockpicking, fishing, cooking, archery, carpentry, alchemy, cartograph. Ach du Scheiße! Ja, so ist denn jetzt der Kollege Plattfuß hier. Sag mal, das Spiel hat doch irgendein Soundproblem, oder? Wir gehen mal gucken. Hier ein Huhn. Ah doch, so ganz leise. Psst, ganz leise ist der Sound. Kriegt er das bekloppte Huhn nicht kaputtgeschlagen? Hesse? Unfassbar. So, nee, das ist der Falsche. Wir sollen ja nicht... Warte mal. Questlog. Anglo de Merck. Gibt's hier gar keinen. Warte mal. Ah, doch. Oh. Okay, das ist aber... Hä? Okay, wir können nichts anklicken und wir wissen auch nicht, wo wir gerade sind, richtig? Strange. Strange. Ja gut, dann müssen wir es halt so suchen. Ich hoffe, es könnte der sein da hinten. Das macht mich wahnsinnig, dass das Spiel so leise ist. Dass da... Also ich laufe hier rum und es kommt kein Ton. Es kommt kein Ton. Weißt du was? Sollen wir mal... Ich weiß nicht, ob... Wir gehen mal... Ich mache das Spiel mal zu. Ich mache es mal zu. Und dann starten wir mal neu. Warte. Wir starten es mal neu. So, das mache ich jetzt mal kurz weg, weil ihr sollt ja nicht sehen, was ich hier eingebe, ne? So. Login. So. Guck mal, jetzt ist Musik. Naja. Enter. Nix. Ah, scheiß doch der Hund drauf. Dann weiß es auch nicht. Guck mal hier. Ne, das ist auch nicht der Richtige. Das ist der Jack. Alter, ich... Wo ist denn der? Ah, da ist er doch. Hier ist er doch. How can I help you? Norman, the captain sent you to home to come help me. Great, I have a task for you. Na dann. Moment mal kurz. Woran erkennen wir, dass der eine Quest für uns hat? Weder auf der Karte noch sonst irgendwo ist hier. Naja. As you can see, I'm a guard here and can't leave my post. The bank is just across from here and I have a key for Jack the banker. Give him this key. I've been meaning to return. Hey Leute, also das stimmt ja mit dem Soundbad nicht. Das kann mir ja keiner erzählen. Auf jeden Fall, hier ist der Banker. Get thee to the bank. Thank you for bringing this key. I've been waiting for it and he never gets around to do his job himself. On a side note, you will see, I also offer a local bank chest for you to store extra items. Wo denn? Wo denn? How are you? Bank. Ach so, ja, okay. How are you?
Go further north on the road and you will see an encampment where Saxon the Merc stands. It is getting cold and he may need your help. Okay, wir sollen noch weiter nördlich gehen. Noch weiter nördlich. So. Ist das der hier? Das war der Cleric, ne? Warte, wo war das hier? Ne, hier. Bin ich sicher. Riot. Also ihr seht natürlich auch, da ist keine Sau drin. Das spielt niemand, ne? Da ist niemand, oder? Hello? Anybody here? Ich weiß jetzt nicht, ist das hier ein Allgemein-Chat oder wie oder was? Ach, das sind hier Grundstücke, glaube ich, ne? Ja. Was hier echt krass ist, hier ist ja gar keine Questmarkierung oder was? Woher soll ich denn wissen, wo ich jetzt... Ja, further north, klar, aber wie weit denn Nord und wo wohnt der und hier ist keine Sau. Ihr habt ja auch schon gesehen, die EU-Server sind schon down, ne? Also, das konnte knicken, so sieht's nämlich aus. Tja. Ja, aber allein der... Also ich weiß ja nicht... Mag ja vielleicht sein, dass mein Computer irgendein Problem hat, aber ehrlich gesagt, ich zock jeden Tag so viele verschiedene Spiele und ich habe normal kein Problem mit dem Sound. Das scheint ein Fehler vom Spiel zu sein, dass es kein... oder ganz wenig Sound gibt. Also ich habe ja vorhin das Huhn verprügelt und ja, da war halt ein bisschen Sound. Guck mal, da oben ist jemand. Guck mal hier. Da ist er doch. Der alte Lappen. Were you sent by Jack the Banker? He's such a good old friend. He always sends people to help me. Great for him to send you. I've a task for you to do. Wir müssen Holz sammeln. Get a 4 cyber wood for my fire. You will see it lay around here on the ground. Hey. Ja, wenn das hier rumliegt, dann sammelst doch selber, du Lappen. Steht da blöd rum? We were hired by the king to keep the peace in this area, but someone is turning our own against us. Take this note to Lanson de Merc. Follow this road north and you will see a camp just outside town. So, aber erstmal sammeln wir jetzt hier mal den Zeug, weil der ist einfach... Weißt du, der lässt ja die Frau das Holz rankarren, ne? Und selber steht er da rum, weil ihm kalt ist. Ja, das sind wieder echt die Besten. Ich glaube, ich habe ja schon 4, ne? Ich habe ja vorhin schon 1 gesammelt. Thank you. So. Hä? Ach so, das ist noch eine andere. Go find Boros the Blacksmith in the east. Down the road. Receipts are needed to craft items. I will need the 3 stones and 4 wood you have gathered already to craft an axe for Boros. To do this, you need to buy an axe receipt from Boros, then click on an anvil in the blacksmith station and drag the receipt 4 stones and 4 wood into the slots and press the craft button. Aha. Also Osten. Da ist auf der Karte, sieht man schon das Symbol. So, das heißt, wir kaufen erstmal das Rezept. Da, ne? Hab ich das jetzt? Wo ist denn mein Zeug? Hier.
So. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Sicher, dass wir noch Holz... Warte mal. Hä, wieso läuft... Was ist denn jetzt los? Ha! Meine Maus ist weg. Ja, Leute, ich glaube, wir sollten das einfach lassen, ne? Ich meine, das Spiel ist noch da, aber meine Maus ist jetzt weg. Warte. Ja, die ist noch da, guck mal. Warte. Seht ihr es jetzt unten? Da bei Combat Events. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt ist sie wieder da. Oh Mann, also unfassbar. Wir brauchen 8 Holz und 4 Stein. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln. Ich sehe nichts. Kann man die an sich drehen? Nee. Sechs. Sieben. Ach komm schon, ey. Was geht? So, jetzt müssten wir das ja machen können, ne? So. Ja, sie macht was. Und zack. Ha! Guck mal, können wir die jetzt hier unten reintun? Nee. Ja, hab ich. Ich hab doch eine Axt. So. Oh nee, jetzt sollen wir jetzt wieder 10. Das ist aber auch schon dann am Anfang unfassbar stumpf, ne? Ich meine, wenn es später mal ein paar Sammelaufgaben gibt, dann sage ich ja nichts, aber. Junge, 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 das ist schon echt unfassbar. Guck mal. Komm schon. Jawohl. Und Loot. Ja, also wie ihr seht, das Loot ist auch... Oh, guck mal. Ah, und Skin, ja. Also es ist natürlich viel auf Loot und so ausgelegt und auf Crafting, aber ich finde, es ist alles so lieblos irgendwie. Es ist, ich finde es lieblos, weil ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber wenn du dir WoW mal anguckst oder so Spiele, weißt du, so AAA-Titel, klar, das hat vielleicht jetzt eine Gruppe von 5 Leuten hier gemacht, aber sowas brauchen wir halt eigentlich nicht mehr, wenn wir schon so krasse Spiele haben, meiner Meinung nach. Und man sieht ja auch, dass man es nicht braucht, weil hier ist niemand drin. Die EU-Server sind schon down und hier, selbst auf den US-Servern ist keine Sau drauf, ne? Daran erkennst du schon, das braucht niemand. Ne? Klar, du hast hier 1000 verschiedene Skills, aber es sind alles nur Werte. Es ist nichts dahinter, nichts Liebevolles irgendwie. Die Steine liegen einfach auf dem Boden, die musst du noch nicht mal irgendwie kloppen oder was. Weiß nicht, also... Das ist... Ich weiß es nicht. Und die Charaktere. Also die Frau, die sieht ja irgendwie aus wie ein Mann. Und läuft übrigens auch so. Als wenn sie, weiß der Geier, was da zwischen den, Nee, Leute. Guck mal, hier ist ein Busch. Können wir nicht machen.
Wir können einfach mal stumpf in die, ein bisschen in die Menge hier reinrennen. Da ist ein Bandit. Na gut, es läuft natürlich flüssig, ne? Weil die Grafik ist ja auch schon irgendwie aus dem letzten Jahrtausend. Hallo. Na 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 na. Ja. Es ist alles sehr, sehr lieblos. Wie kannst du halt jetzt die ganze Zeit weitergehen? Weitergehen. 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 Guck mal, jetzt kommen wir. Weiß der Geier wohin? Guck mal. Jetzt wird's rot. Auf der Karte. Aber auch irgendwie nichts los, ne? Ich meine, klar, Spieler sind hier natürlich sowieso nicht, aber irgendwie auch sonst niemand. So, und hier ist dann jetzt eine unsichtbare Wand. Ja, Leute, ich glaube, das müssen wir uns nicht länger antun, meiner Meinung nach. Ich guck mal kurz, warte, das muss jetzt mal eben sein. So, das Ding kostet 20 Euro. Ne, Dollar. Ich habe einen US-Account, deswegen steht bei mir alles in Dollar. Ja. 20 Dollar. Wenn es umsonst wäre, dann würde ich sagen, komm. Wer unbedingt Spaß dran hat, wer sich das antun will, die Grafik aus dem letzten Jahrtausend, die Animation, die lieblose Gestaltung, dann würde ich sagen, komm. Aber für Geld noch? Nee, komm. Und dann noch ein Ingame-Shop, ne? Also Leute, lasst es einfach sein. Spielt was Vernünftiges. Von mir ist auch WoW. Ich zocke ja auch WoW. Damit kannst du nichts falsch machen. Und ja, arg voll war das. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.